Startup versucht, Studierende und junge Startup-Unternehmen zusammenzubringen und eine Win-Win-Situation zu schaffen und das Ganze nochmal aufzuladen mit Mentoren, die die Studierenden bei ihrer Aufgabe der Bewältigung der Fragestellung zu begleiten. Also ich war sehr beeindruckt, zum einen, wie motiviert die Studenten waren, also von sich aus motiviert, an dem Thema zu arbeiten, auch von der Tiefe, wie die Aufgaben bearbeitet wurden und was an Informationen rüberkam und wie intensiv dann auch die Diskussionen liefen. Leuphana versteht sich als handlungsorientierte Universität, die ihre Studierenden entsprechend ausbilden möchte. Und dieses Format bietet Studierenden die Möglichkeit, ihre Erfahrung aus dem Studium praktisch umzusetzen und eigenmotiviert zu agieren, weil sie kriegen keine Credits dafür, sie müssen wirklich Engagement so mitbringen. Hinter meinem Startup Tryfoods verbirgt sich die Idee, dass ich hochwertige Lebensmittel Menschen näher bringen möchte. Und also im Endeffekt sage ich, es geht um das Stichwort bewusster Genuss und es geht darum, dass man zu Hause ein Probiererlebnis und eine Art Einführungskurs in ein Lebensmittel bekommt. Bei mir ging es darum, ich wollte von den Studenten gern Anregungen, Ideen, Strategien haben, wie ich Leute, die ja einmal auf Tryfoods aufmerksam geworden sind, an mich binden kann. Sprich, wie kann ich mit ihnen kommunizieren, wie schaffe ich es, diese Kunden, also diesen Dialog herzustellen und dann natürlich auch im Endeffekt sie davon zu überzeugen, irgendwann bei mir einzukaufen. Es hat auf jeden Fall was gebracht. Also ich war eigentlich auch überrascht, wie kurz der Zeitraum war und gerade dafür, dass es 4 Wochen ist und dass es ja komplett neben dem Studium ist, dass es ohne Credits ist, war ich überrascht, wie viel sie in der kurzen Zeit auch gemacht haben. Und ich habe einige einfach interessante Anregungen, Ideen bekommen, die ich mir jetzt genauer anschauen werde, um zu sehen, was kann ich davon wirklich dann konkret umsetzen. Möglichkeit, mit Startups in Kontakt zu kommen, nochmal ganz neue Einblicke zu bekommen und eine Lösung zu entwickeln, die ganz fernab ist von irgendwie Unisachen. Das hat kein Professor sich irgendwas ausgedacht und es gibt genau die Lösung und auf die soll man kommen, sondern es gibt nicht die perfekte Lösung. Natürlich, das macht unglaublich viel Spaß. Es ist ziemlich stressig, vor allem, man kennt es ja zum Abschluss hin, aber es lohnt sich.